Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Ich habe hier gleich einen Termin. Schauen wir mal, wie viel ich euch davon zeigen kann oder zeigen will. Ja, neue Boxen sind am Start. Sind gestern gekommen. Ihr wisst, wir sind jeden Tag, jeden Abend live. Ja, zuerst kamen nur zwei. Die waren jetzt nicht so übergangen, aber die dritte, die danach kam, nach dem Stream, die ist ziemlich gut, ziemlich saftig. Von der gönne ich mir, glaube ich, wieder ein paar. 1450 so wie immer oder 1480. 14 Pässe, 12 Inkubatoren oder sowas, 10 Glückseier, ein paar Sternstücke, also eine der besten Boxen seit langem mal wieder. Ansonsten, gestern ist das Update gekommen für Android. Und heute ist es auch für iOS da. Das heißt, jetzt muss nur noch geforst werden. Ja, und dann kann PvP kommen. Wir sind heute 21 Uhr live. Ah ja. Also schaut vorbei erstmal. Und zweitens, falls ihr den Kanal und mich und die Videos unterstützen wollt, dann lasst ein Like und ein Abo. Ich vergesse es jedes Mal am Anfang des Videos zu sagen. Die Zuschauer werden schon langsam sogar böse, dass ich es immer vergesse. Also da lasst ein Like, würde mir sehr helfen. Und schauen wir mal, was ich jetzt noch so mache. Ich habe einen 5er am Start. Das einzige Ei, was ich hier anhabe. Ich habe momentan 8 Zehner. Von dem fehlt mir noch ein 100er. Und? Nee, natürlich nicht. Weg mit dir, Alter. So. Das Sushi hat reingehauen. Ich warte hier. Ich push mal jetzt schnell ein Pokémon. Wegen der Quest. Wegen den zwei Quests. Das ist mein einziges Glücks 100% Pokémon. Es ist ein Satzenia. IV-Check für euch. Bester Satz. KP, Angriff, Defense. 15. Nicht damit gerechnet. Die Chance ist eigentlich 1 zu 64, aber ja, wir haben einen. So. Und das neue Update. Man sieht, wie viel er danach hätte. Das ist wichtig für die Liga. Okay, was habe ich gerade gemacht? Oder vorhin? Ich war bei einem Experiment. Habe ich mich da angemeldet und da kriegt man immer ein paar Experimente vorgeschlagen. Kann man hingehen. Kriegt man Geld für seinen Zeitaufwand. Ist eigentlich eine coole Sache und die Experimente machen echt Spaß. Habe ich damals mich angemeldet. Hat eine Freundin mir empfohlen, das war damals nach dem Studium, wo ich noch keine Arbeit hatte und arbeitssuchend war. Oder auch arbeitslos, wie man es nimmt. Um ein bisschen Geld reinzubekommen. Jetzt in letzter Zeit natürlich nicht, weil da habe ich ja Vollzeit gearbeitet. Jetzt ist aber so, dass ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Ich arbeite immer noch, keine Angst Leute, ich bin nicht arbeitslos. Habe aber da ein bisschen mehr Freiraum. Ist alles ein bisschen mehr angepasst und wie gesagt ein bisschen mehr Freiraum. Dank meinem Boss, weil der echt chillig ist. Damit ich eben auch mehr Zeit für YouTube habe. So, wir pushen hier nicht auf Max. Das war jetzt so für die Quest. Ja, und da dachte ich mir, klang ganz interessant, die Umfrage, die Studie. Mach mal mit. Lustiges Experiment. Cash abholen. Und ja, in der Gegend kann ich hier ein bisschen zocken. Ein paar Sachen aufnehmen. Ist nichts passiert, es war kalt. Kein Raid in der Nähe, gar nichts. Ich habe ein paar Stops gedreht. Geschenke gesammelt für meine Freundesliste. Was demnächst aber nicht mehr unbedingt notwendig ist. Weil momentan ist ja so, du versuchst so viele Geschenke zu sammeln, damit du allen Freunden was schenken kannst, damit jeden Tag der Freundschaftslevel erhöht wird. Aber jetzt mit Kämpfen PvP, was vielleicht heute kommt, wir wissen es nicht, schaut es vorbei im Livestream, um es herauszufinden. Aber ja, man kann einfach einen Kampf pro Tag machen und dadurch auch den Freundschaftslevel erhöhen. Sprich, wenn man schon mal dritte Stufe ist und höher und man mal keinen Bock mehr hat rauszugehen für ein Geschenk, dann kann man auch einfach schnell einen Kampf machen. Ja, wisst ihr was für ein Experiment, weil ich fand das echt cool. Also das war so, die wollten irgendwie wahrscheinlich, die haben es erst am Ende gesagt, aber man konnte schon ahnen, dass sie irgendwie das Verhalten sehen wollten, wie man sich verhält und wer so die Anführerrolle übernimmt. Das war eine Gruppenarbeit, man hat so eine Aufgabe bekommen und die fand ich cool, das erzähle ich euch gleich. Und dann wollten die so sehen, ja, wer setzt seinen Willen durch, wer übernimmt die Leitung und sowas, wer lässt nach und sowas. Das wollten sie wahrscheinlich irgendwie so psychologisch analysieren. Das Ganze wurde auch aufgenommen per Video. Also ich kann euch sagen, ich war nicht der Anführer, ich war der, ja, macht's was ihr wollt, Typ. So wie ihr mich kennt. Auf jeden Fall das Experiment, das ist eigentlich zweitrangig. Die wollten halt nur die Reaktion sehen und wie sich die Leute verhalten. Aber das Experiment war cool. Das heißt das NASA-Spiel, die Notlandung auf dem Mond. Da gibt's so eine kleine Geschichte. Ich blende euch das ein, hier. Könnt ihr euch durchlesen, werde ich jetzt nicht durchlesen.
Da gibt es so eine kleine Geschichte, ihr seid auf dem Mond gelandet. Ihr müsst aber zum Mutterschiff und das ist irgendwie 300 Kilometer entfernt. Und eure Station, euer Raumschiff ist kaputt. Und ihr könnt 13 Sachen mitnehmen. Und diese 13 Sachen müsst ihr anordnen nach der Wichtigkeit. Und es gibt eine richtige Reihenfolge von NASA. Ihr könnt, keine Ahnung, die Top 5 mal in die Kommentare schreiben, welche 5 Sachen ihr am wichtigsten befindet und mitnehmen würdet. Und die musste man halt dann von 1 bis 13 unterordnen. Also ich kenne die Lösung, ich bin gespannt, was ihr so für am wichtigsten haltet. Okay, Buchung erfolgreich, 109,99. Das heißt, ich habe jetzt 550 ausgegeben. Das letzte Mal, als ich investiert habe, habe ich das ganze Geld für Klamotten ausgegeben. Dementsprechend habe ich beinahe alles im Shop, außer so Sachen für Team Rot und Team Blau. Es gibt so einen Pulli und eine Cap oder so. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal Platz schaffen. Das heißt, mal wieder alle Sachen wegschmeißen hier. Weil ich kaufe mir die Box so oft wie es geht. Ich habe eigentlich immer noch genug Sachen. Hab nur Glückseiermangel ein bisschen. Hab dann noch hier, seht ihr es, 6. Und 3 davon waren durch die Meltdown Quest. So, Fast Team kann ich eigentlich auch alle wegschmeißen. Rauch verbrauchen wir zum Glück jeden Abend im Stream. TMs jetzt nicht, normal würde ich die wegschmeißen, aber jetzt für PvP. Sternstücke noch genug. Inkubatoren habe ich eigentlich auch noch genug. Bären habe ich ein bisschen zu viel. Ja, mehr kann ich nicht wegschmeißen. Ich kann aber ein paar Sonderbonbons noch investieren. 1800. Achso, nee, das sind Pokémon. Ich denke mir schon. Cresselia. Ich habe ein 96er, den will ich maxen. 2,48 kostet es. Und ich habe 68. Das heißt, 180 Bonbons brauche ich noch. Und ich kann wegschmeißen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sprich, ich brauche noch 165 Bonbons. Könnte ich jetzt 165 Sonderbonbons investieren. Aber ich mache ja noch ein paar Cresselia Raids. Sag mal 140. 140 Sonderbonbons kann ich auf jeden Fall investieren. Ich mach mal 135. Falls ich irgendwie noch einen Extra Raid mache oder so. Mach mal 130, das wird schon reichen. Nur um sicher zu sein. Okay. So. Damit habe ich Platz für... Na, 400, das ist nicht so viel. Das ist eigentlich gar nicht so viel. Muss irgendwie noch radikaler sein. Okay. Ich sehe schon, ich habe viel zu viele Bälle. Pokebälle brauche ich immer. Ich schmeiß mal die Superbälle weg. Alle. Die gibt es umsonst und ich krieg so viele von denen wieder. Radikal muss man sein, Leute. So. Muss wahrscheinlich auch ein paar Hyperbälle wegschmeißen, aber das reicht erstmal. Die ganzen Sachen, die ich mir gekauft habe, also ich kaufe mir, keine Ahnung, alle 3-4 Monate lade ich einmal auf für 110 und dann kaufe ich mir von einer guten Box einfach so viel wie geht. So. Ich wollte dieses Jahr eigentlich keine mehr ausgeben und dann fürs neue Jahr, aber es ist ja Ende des Jahres. Damit gehen wir gut gerüstet dann ins neue Jahr. Das wird mir auf jeden Fall 3-4 Monate reichen, wenn nicht sogar länger. Bam. Also das ist eine langfristige Investition. Ich mache das jetzt nicht jeden Monat oder so, sondern echt alle 3, wenn nicht sogar 4 Monate. Wenn nicht sogar länger. Das letzte Paket, das hat jetzt ewig gehalten. Das hat sogar fast ein halbes Jahr, glaube ich, gehalten. Fast 7 Monate. So, platztechnisch. Ja, platztechnisch sind wir ausgekommen. Sind doch gar nicht so viele gewesen. Okay. So. Und wir haben noch ein bisschen Kleingeld über. Falls ich mir irgendwie neue Klamotten kaufen will. Kam ja vor kurzem Misty-Sachen zum Beispiel und Rocco. Misty habe ich mir aber schon gegönnt. So, wir schauen mal rein. Ich habe jetzt wieder. Oh, wieder. 106 Glückseier. Sprich, ich habe die Box 10 Mal gekauft. Ah, 106 Glückseier. Jetzt kann ich die wieder immer zünden. In letzter Zeit habe ich die ja nicht mal immer gezündet bei Freundschaften. 165 Pässe. Ja, damit kann ich wieder eine Menge raiden. 177 Sternstücke. Das Leiden, das ist echt zu viel. Die kriege ich irgendwie nicht so schnell los. Das dauert noch. Und Inkubatoren, aber die sieht man eh nicht. Wobei, könntet ihr jetzt so sehen. Genau, warte. 54 und nochmal 121. Ja, das war so ein kleiner Vorrat, so für den Winter, wie so ein kleines Eichhörnchen, das für den Winterschlaf die Ressourcen gesammelt hat. Wie gesagt, ich hoffe, das hält eine Weile, aber müsste eigentlich auch schon. Abgesehen davon habe ich noch mein 900
93. Raid gemacht, legendären. Blende ich hier auch nochmal schnell ein, nichts Besonderes, noch ein Cresselia. Man bedenke, Cresselia ist echt nicht mehr lange da, nur noch bis zum 18. Das sind nur noch 6 Tage, Zeit vergeht schnell und schon ist er wieder weg. War jetzt nicht so beliebt, Ausbeute und Fazitvideo kommt natürlich auch noch. Und es wird auch endlich mal wieder ein Legendärer auf Max gepusht, hatte ja schon länger keinen, 96er aufwärts. Morgens haben wir jetzt genug. Heute kommen auch übrigens X-Raid-Einladungen, nicht vergessen. 2 Tage vor dem nächsten X-Raid. Freitag sind wieder X-Raids. Das heißt, heute kommen wieder die Einladungen, ungefähr 20 Uhr. Also falls ihr das Video hier seht und diese Woche noch nicht getriggert habt, geht's nochmal raus. Vielleicht habt ihr auch Glück. Weil selbst wenn ihr eine Stunde vor der Einladung noch raidet, könnt ihr eine Einladung bekommen. Aber das war's erstmal von mir. Schaut heute Abend im Livestream vorbei. Es könnte PvP kommen. Wir werden sehen. Vielleicht kommt's auch jetzt schon. Irgendwann, wenn ich das Video hier hochlade. Aber schaut's vorbei. Da machen wir auf jeden Fall ein paar Kämpfe, falls es da ist. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.